Langsam ist es schon ein bisschen so, als würden sich die Indizien verdichten. Der Mars Rover Curiosity hat erhebliche Mengen organischen Materials auf dem Mars gefunden und inzwischen ist das ja einer von vielen Funden, die Leben früher oder sogar noch heute auf dem Mars bedeuten könnten. Also was ist los auf dem Mars? Klick zum Science and Fiction. Herzlich willkommen. Ich muss jetzt doch nochmal eine dicke Lanze für die WhatsApp-Community brechen. Inzwischen kommen die Themenvorschläge da am laufenden Band rein und bevor ich ein Thema finde, hat sie irgendjemand aus der Community bereits gefunden. Auf dem Discord-Server sind alle unglaublich aktiv und es gibt jetzt sogar eigene Christoph-Emojis für jede Stimmungslage. Ja, vielen Dank an Christoph und Fluffy Mystic. Und der absolute Hammer, heute erreichen wir 20.000 Follower. Das ist eine der größten Reichweiten auf WhatsApp von einem YouTuber und ich freue mich über jeden und jede, die dabei ist. Am Ende des Videos gibt es den Link dazu. Es geht mit einem einfachen Klick. Ja, so, was ist also auf dem Mars los? Wir hatten ja schon so die ein oder andere Meldung. Wasser, viel Wasser, Wasser direkt unter der Oberfläche. Ein Fund, der sehr verdächtig nach einem Lebewesen oder in den Spuren eines Lebewesens aussah. Methan, was hier auf der Erde ja als Indikator für Leben gilt und so weiter. Es gibt einfach immer mehr Indizien für Leben auf dem Mars und jetzt das. Der Mars Rover Curiosity der NASA hat auf der Marsoberfläche komplexe organische Moleküle gefunden. Sie gleichen Kerogen, das hier auf der Erde in Erdöl und Erdgas enthalten ist und biologischen Ursprungs ist. Wow. Und Curiosity hat davon 100-mal mehr gefunden als bisher. Die Forschungsgruppe vermutet einen geologischen Ursprung, kann aber einen biologischen nicht ausschließen. Sie vermuten, dass es nicht aus einem Meteoriten stammt, womit die Herkunft der Mars wäre. Das wiederum nährt die Hoffnung, dass es biologischen Ursprungs sein könnte. Was wirklich krass ist, genau an dieser Stelle war vor Milliarden Jahren ein See. Einen zuverlässigen Nachweis, ob das Material biologischen oder geologischen Ursprungs ist, kann Curiosity nicht erbringen. Vielleicht ist das nochmal mehr Anreiz, möglichst bald weitere Missionen zum Mars zu schicken, die Proben auch wieder zurück zur Erde schicken können. Oder Elon Musk ist schneller. Ja, das wird hochspannend. Erstmal ist jetzt ExoMars dran. Die Sonde der Europäischen Weltraumagentur ESA wird sich in tiefere Gesteinsschichten bohren und weitere Erkenntnisse bringen. Es bleibt also spannend auf dem Mars. Wenn ihr kein Video dazu und zu allen anderen Themen verpassen wollt, die YouTube-Abo-Box, die funktioniert ja nicht, dann addet mich bei WhatsApp. Nur dann verpasst ihr kein Video und über WhatsApp erfahrt ihr von mir auch vor allen anderen vom neuesten Video täglich garantiert. Und zur Begrüßung habe ich ein kleines Geschenk für euch. Einfach hier draufklicken und lasst uns heute die 20.000 Follower-Marke reißen. Ja, und am besten auch How to Music abonnieren. Das produzieren wir ja für Funk. Und heute ist unser erstes Musikvideo online gegangen. Also dafür hier klicken, aber nicht die... Genau, die Glocke vergessen. Und hier dafür auch draufklicken, da geht's zum Musikvideo. Und ich bin gespannt, was haltet ihr davon? Binge-watcht gerne die Videos von How to Music. Bis dann. Bleibt dran.